Guten Morgen, ganz herzlich willkommen zu Fit und Gesund. Ausnahmsweise heute mal mit mir. Nächste Woche ist die Jana wieder da. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir fangen direkt an. Hüftbreiter Stand. Passt so etwa ein Fuß oder zwei Füße zwischen deine beiden Füße. Und dann beginnst du mal ganz locker aus deinen Knien heraus zu schütteln. Du darfst den Schlaf so ein bisschen jetzt rausschütteln. Und du wanderst mal so ein bisschen nach oben. Das heißt, vielleicht geht auch schon deine Ferse hier hinten so ein bisschen ab vom Boden. Und du wanderst weiter nach oben. Auch den Bauch und die Brust darfst du mal schütteln. Und auch ein bisschen weiter wandern bis zu den Schultern. Und dich mal so richtig durchschütteln. Wach werden. Schau mal deine Arme, die fliegen, die Schultern gehen hoch und tief. Und was passiert mit deinen Waden? Das wird auch langsam anstrengend. Halte an, spür mal so ein bisschen nach. Und dann beginnst du deine rechte Schulter zu kreisen. Werde mal ein bisschen schnell. Und noch mal langsamer. Und wieder schnell. So, werde größer in deiner Bewegung. Und du merkst schon, dein Ellbogen, der geht so ein bisschen mit nach hinten. Jetzt zieh den Ellbogen nach hinten. Und jetzt nimm den langen Arm und kreise deine Schulter. Und werde wieder kleiner in deiner Bewegung. Ellbogen. Schulter. Mal ganz klein die Schulter kreisen. Halte mal an in beide Schultern. Vor und rück. Spürst du einen Unterschied zwischen rechts und links? Werd auch hier größer in der Bewegung. Auch mal ganz groß. Und rück, durchbewegen. Viermal, dreimal, zwei. Und ein letzter. Leg die Hände auf die Hosennaht. Neig dich rechts und links. Viermal. Drei. Letzten zwei. Und dann geht es nur noch einmal auf die rechte Seite. Tief, hoch, neige dich nach links und drück. Ein Stück noch. Reiner. Letzte zwei. Und der letzte. Löse, roll mal deine Füße ab. Langsam. Vielleicht merkst du auch, dass so ein bisschen knackt, die noch gar nicht so wach sind. Werd mal schneller. Und wieder langsam. Und schnell. Vier, drei, zwei. Beginn locker zu marschieren. Jetzt nimmst du deinen Fußspann nach vorne. Ich zeig's mal von der Seite.
Dadurch gehen automatisch deine Knie so ein bisschen höher. Spür mal, wie die Füße dabei auch warm werden. 4, 3, 2 und jetzt marschierst du mal nach außen und nimmst dabei die Fußspitzen so ein bisschen nach außen, Arme locker mitnehmen und hier den Fußspann nach vorne ziehen. 4, 3, 2, halte an, side to side, schwing die Arme. Viermal. 3. Letzten 2. Und dann nimmst du nur noch deinen linken Arm. 4. Und jetzt darfst du dein rechtes Bein mit anheben. Dich richtig in die Länge ziehen. Mach dich richtig lang. 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 Letzten 4. 4-mal, 3-mal, 2, ein letzter, beide Arme schwingen wieder, 4 noch, 3, letzten 2 und dann hältst du an und verlagerst dein Gewicht rechts und links. Hier noch. 3. Letzten 2. Und dann drehst du dich einmal hier nach links. Ziehst dich lang. Kommst zurück. Ferse vorne bleibt am Boden. Fußspitzen heben an. 4 noch. 3. 2 noch. Und der letzte. Bleib mal hier. Nimm die Hände auf den Oberschenkel. Hinten hebst du die Ferse an. Rundest dich. Gerade Rücken. Rund. Gerade Rücken. Rund. 4-mal. 3-mal. 2. Letzter. Roll dich auf. Dreh dich zu mir. Linke Schulter. Kreist. Die fehlt ja noch. Die wollen wir auch erwärmen. Und das Ganze mal langsam. Werde wieder schneller. Und vielleicht merkst du schon, dass der Ellbogen so ein bisschen mitgeht. Größer werden in der Bewegung. Ah, jetzt zieht der Ellbogen nach hinten. Und jetzt den langen Arm. Kreise deine Schulter nach hinten. 4, 3. Noch 2. Achtung, und jetzt wieder den Ellbogen kleiner werden in deiner Bewegung. Noch ein bisschen kleiner. Und jetzt nur die Schulter. 3, 2, 1. Halte an. Nimm wieder beide Schultern vorrück. Spür nochmal. Wie fühlen sich die beiden Seiten jetzt an? Werd auch hier wieder größer in der Bewegung. Und noch ein bisschen größer. Tief nach unten, weit nach hinten in die Überstreckung. Brustraum öffnet sich. 4, 3. 2-mal. Und ein letzter. Nimmst die Hände wieder an die Hosennaht, beginnst links. Seit und seit. Mal. Noch 3. 2 noch. Letzter.
So, jetzt geht's nach links. Tief, hoch, neige dich nach rechts. Tief, hoch, neige dich nach rechts. Einer. Letzten zwei. Eine letzte. Roll die Füße ab. Langsam. Langsam. Langsam abrollen, ganz bewusst. Werde schneller. Ab. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Ganz locker marschieren. So, jetzt nimmst du wieder deinen Fußspann nach vorne. Zeig es nochmal von der Seite. Dadurch geht automatisch das Knie so ein bisschen nach oben. Vier, drei, zwei und marschier mal nach außen. Fußspitzen zeigen. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal Side to Side. Schwing dir ab. Vier. Letzten drei. Zwei noch. Jetzt nimmst du nur noch deinen rechten Arm. Und beim nächsten Mal hebst du dazu dein linkes Bein an. Mach dich lang. Ab. Letzten vier. Beide Arme schwingen. Vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und dann drehst du dich jetzt hier nach rechts. Ziehst dich lang. Ab. Lang. Ferse bleibt am Boden. Fußspitze hebst du an. Viermal. Drei. Zwei. Letzter. Nimm jetzt hier die Hände auf das vordere Knie. Hinten bitte Ferse anheben. Rund, gerade im Rücken. Rund, gerade. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Der letzte noch. Halte, roll dich auf, schließe die Füße, nimm zum Abschluss die Arme nach oben, schwinge mal durch, noch zweimal, und der letzte, atme aus. So, ich hoffe, ihr seid schön warm geworden. Jetzt geht es mit dem Hauptteil weiter, die CD wird gewechselt. Wir kommen in eine breite Grätsche, Fußspitzen zeigen nach außen. Nimmst die Hände tief und schiebst einmal deinen Po nach hinten, sodass du mit geradem Oberkörper tief kommst und hoch. Ich zeige es einmal hier von der Seite. Schulter nach unten, Bauch einziehen. Tief und hoch. Tief und hoch. Stell dir einfach vor, du hast hier eine große, schwere Wasserkiste. Beinkraft. Bauch einziehen. Tief. Oh no. Was machst du noch viermal? Noch drei. Zwei. Und ein letzter. Und jetzt pass auf, jetzt gehst du tief, kommst nach oben, nimmst die Arme zur Decke und wieder zurück. Langer Rücken, den Bauch nach innen einziehen. Hopp. Vom Gefühl her wuchtest du jetzt hier eine Wasserkiste über deinen Kopf. Noch viermal. Drei. Noch zwei.
Und ein letztes Mal. Nimm die Arme tief. Komm einmal noch nach unten. Zieh dich hier nach oben. Nimm die Hände. Verschränke sie. Dreh sie aus. Neige dich nach rechts. Und nach links. Viermal. Dreimal. Zweimal. So, jetzt verlagere dein Gewicht dazu. Nach rechts, zur Mitte und nach links und zur Mitte. Ab, zur Mitte. Mach das noch viermal. Letzten drei. Noch zwei. Mal. Komm wieder hier in die Mitte und beginne mal einen ganz großen Kreis mit deinem Oberkörper. Merkt ihr die Richtung? Wahrscheinlich automatisch im Uhrzeigersinn. Du kannst auch gerne ein bisschen hier mit in die Knie kommen. Da wird der Kreis vielleicht noch ein bisschen größer. Richtung wechseln. Löse. Schließe deine Füße. Nimm die Hände auf die Oberschenkel. Schieb dich tief. Schieb dich hoch. Schieb den Po nach hinten. Der Rücken ist lang. Schieben. Kommt noch was dazu. Du kommst tief. Arme hoch. Zurück. Komm nach oben. Zeig's von der Seite. Mach dich lang. Bauch einziehen. Komm. Tief. Lange Arme, Daumen zeigen jetzt nach hinten. Viermal noch. Noch dreimal. Letzten zwei. Einen hast du noch. Noch einmal bis hier oben mit den Armen. Halte jetzt. Achtung, strecke jetzt deine Beine. Der gerade Oberkörper geht nach vorne und die Arme neben deinen Körper. Handflächen zeigen nach unten, die Daumen nach außen. Jetzt schieb bitte deinen Po nach hinten und zieh dich wieder. Bitte nicht das hier. Ja? Das ist leider ganz oft so, dass wir hier automatisch beginnen, uns nach vorne zu legen. Die Bewegung geht nach hinten. Lange Rücken. Schiebe den Po nach hinten. Die Arme wieder zur Decke. Beine strecken, gerade den Oberkörper nach vorne. Mach das noch dreimal. Bauchnabel nach innen fließen lassen. Noch zwei. Und ein allerletzter. Nimm die Arme wieder zur Decke, ziehe dich nach oben und aus. Beginne jetzt im Wechsel ein Bein nach hinten zu nehmen. Und nimm beide Arme mit dazu. Hoch, ab, hoch und ab. Mach das noch viermal. Vier. Drei, zwei, und beim nächsten Mal hebst du das hintere Bein mit an. Ferse weg vom Boden, großer Fußzeh, nicht mehr am Boden, bitte. Viermal, drei, noch zwei. Ein letzter. Jetzt nimmst du bitte dein rechtes Bein nach hinten. Bleibst hier. Stabilisierst dich. Schultern weg von den Ohren. Den Bauch einziehen. Und dann beginnst du hier mal so ein bisschen zu hacken. Ganz kleine Hackbewegungen. Vier.
Drei. Zwei. Und du löst. Fuß ran. Auslagern. Wir bleiben in dieser Position. Jetzt habe ich mich gerade schon gelöst. Nehmen das rechte Bein nach hinten. Strecken beide Beine aus. Und nehmen unseren rechten Arm zur Decke. Wir beugen das hintere Knie. Und nehmen hier die rechte Hand außen an den linken Fuß. Und kommen langsam wieder nach oben. Die hintere Ferse, die rechte. Du merkst schon, wie wackelig das wird. Die ist weg vom Boden. Gut, gut stabilisieren. Hinteres Knie beugen. Gerader Oberkörper geht nach vorne. Du darfst, wenn du magst, den Arm natürlich auch zur Seite nehmen, um dich zu stabilisieren. Komm nach oben. Und nochmal, komm. So, jetzt darfst du, wenn du nach oben kommst, den Oberkörper so ein bisschen nach rechts drehen. Achtung, es wird sehr, sehr wackelig. Tiefenmuskulatur ist jetzt hier im Einsatz. Komm wieder nach oben. Und ab, komm, tief. Und dreh dich so ein bisschen deiner rechten Hand hinterher. Machst du noch zweimal. Und der letzte. Na, wie klappt's bei euch? Ist gerade sehr wackelig hier. Und dann löst du mal. Lockerst mal die Arme. Und die Beine aus und kommst hier an den Mattenrand. Schiebst mal hier mit den Händen am Oberschenkel entlang dich hier nach vorne. Setz die rechte Hand auf die linke. Kommst in einen Vierfüßler, ohne die Knie abzusetzen. Schiebst dich zurück, Hände auf die Oberschenkel, rollst dich auf. Nochmal, komm tief. Nimmst die linke Hand nach vorne, dann die rechte. Vierfüßler ohne absetzen, Bauch einziehen. Schiebe dich zurück, roll dich auf. Nochmal, komm tief, jetzt wieder die rechte. Langsam nach vorne. Zurückschieben. Aufrollen. Und noch einmal, links jetzt. Und zurückschieben. Aufrollen. Rechte Hand. Bleib jetzt hier im Vierfüßler, halten, Moment. Immer noch halten und dann löst du, setz den Po aber auf den Fersen und nimmst mal deine Hände weit nach vorne. Darfst für ein paar Atemzüge hier liegen bleiben. Und schiebst dich dann in den Vierfüßlerstand hinein. Handgelenke, Schultern eine Höhe, Knie, Hüfte eine Höhe. Zieh dich mal so ein bisschen hier aus dem Schultergürtel raus, im Bauchnabel nach innen. Schieb die rechte Hand und das linke Knie in den Boden hinein und dann löst du und wechselst die Seite. Linke Hand, rechtes Knie in den Boden schieben. Löst, wechseln, Bauch einziehen, Schultern weg von den Ohren. Und nochmal, wechseln. Kaum sichtbar, schräge Bauchmuskulatur, komm nochmal der Wechsel. Und ein letzter Wechsel. Und du löst und schiebst jetzt deine rechte Hand und das linke Knie in den Boden. Und du lässt es in den Boden geschoben. Nimmst jetzt die linke Hand in den Nacken und wieder ab. Schieb die rechte Hand und das linke Knie fest in den Boden hinein. Schieben und ab. Immer wieder. Noch ein bisschen mehr die rechte Hand, linke Knie in Richtung Boden schieben. Noch viermal. Einmal. Zwei. Und dann löst du. Setzt einmal den Po ab. Kommst zurück in den Vierfüßler. Bauch einziehen, aus dem Schultergürtel so ein bisschen rausschieben. Schultern weg von den Ohren. Rechte Hand, linkes Knie schiebst du nochmal in den Boden hinein. Wenn du jetzt die linke Hand in den Nacken nimmst,
streckst du dein rechtes Bein, kommst zurück. Nochmal. Strecken und zurück. Schieb die rechte Hand und das linke Knie fest in den Boden hinein. Der Rücken ist und bleibt lang. Schieben. Fünfmal. Noch vier. Drei. Zwei. Bauchnabel zeigt zum Boden. Und der letzte. Löse. Setz den Po ab. Hände bleiben, wo sie sind. Und dann kommst du zurück in den Vierfüßler. Schiebst noch ein letztes Mal gleich rechte Hand, linkes Knie in den Boden. Vorher bitte den Bauch nach innen fließen lassen. Schultern so ein bisschen auseinanderziehen. Rechte Hand, linkes Knie. Gib den Druck in den Boden hinein. Jetzt schiebst du. Die linke Hand hier geht in den Nacken. Rechts aufstellen. Achtung, dein linker Ellbogen, dein rechtes Knie kommen zusammen. Du stellst hier hinten die rechte Fußspitze auf und öffnest dich mit dem Ellbogen zur Decke. Noch einmal. Ran. Wieder öffnen. Und dann geht's mit dem linken Ellbogen in Richtung Decke. Rechte Hand, linkes Knie. Schieb weiter. Fest in den Boden hinein. Bauchnabel geht nach innen. Vier Stück noch. Letzten drei. Noch zwei. Und der allerletzte. Bleib jetzt einen Moment hier geöffnet. Schieb die rechte Hand, das linke Knie. Drei, zwei, eins. Löse. Hand absetzen, Fuß ranziehen. Setz den Po ab. Kurze Pause. Nimm jetzt beide Hände dicht zusammen und bilde hier ein Dreieck. Zieh die Schultern auseinander, den Bauch ein. Knie und Hüfte sind wieder eine Höhe. Ganz feste Körpermitte und schieb dich mal so ein bisschen vor und drück, sodass deine Nasenspitze über deine Fingerspitzen geht. Rücken bleibt lang. Viermal. Dreimal. Zwei. Und dann hältst. Schiebst die Nasenspitze jetzt über die Fingerspitzen und legst deine Ellbogen nach außen ab. Kommst tief und nach oben. Und bitte, bitte aufpassen. Es ist nicht das hier. Es ist kein Hängebauchschweinchen. Den Bauch bitte einziehen. Nach innen, der Rücken ist lang. Ein Stückchen vorschieben. Ellbogen absenken. Schiebe dich nach oben. Und dann schiebst du den Po zurück bis Knie und Hüfte wieder auf eine Höhe. Vorne. Bauch einziehen. Spürt ihr? Trizeps. Er hat ganz schön viel Arbeit. Körpermitte fest. Bauchnabel nach innen. Schultern weg von den Ohren. Die Bewegung ist klein. Du musst auch deine Ellbogen nicht ablegen. Du machst das genau so weit, wie du diese Übung ganz sauber ausführen kannst. Letzten drei. Lass den Bauch nach innen fließen. Noch zwei. Und ein letztes Mal. Nasenspitze ist vor den Fingern. Schieb den Po nach hinten. Nimm die Hände mal weit nach vorne. Und zieh dann nacheinander die Hände ran zu deinen Knien. Roll deinen Oberkörper auf. Komm in den Kniestand hinein. Nimm den rechten Fuß nach vorne. Setz die Hand hier aufs Knie. Komm nach oben für eine zweite Runde hier oben. Breite Grätsche. Hände nach vorne. Schultern tief. Tief. Und dieses Mal nehmen wir direkt schon unsere Arme hier zur Decke. Ganz weit nach unten. Die Fingerspitzen berühren den Boden. Der Po geht nach hinten. Und deine Knie sind bitte immer hinter deinen Fußspitzen. Davon machen wir jetzt noch fünf Stück.
letzten vier. Drei haben wir noch. Noch zwei. Und der letzte, der geht noch bis nach oben. Nimmst jetzt mal die Hände hier wieder zusammen. Dieses Mal nehmen wir eine Gebetshaltung. Kommst mal bitte locker in die Knie. Neigst dich hier nach links, zur Mitte und nach rechts. Ein Stück. Noch zwei. Und beim nächsten Mal verlagerst du dein Gewicht auf dein linkes Bein, ganz zur Mitte und auf dein rechtes Bein. Schau mal, wie weit geht es hier bei dir? Wie weit kannst du hier in diese Seitneige hineinkommen? Vier Stück. Letzten zwei. Und der letzte. Und jetzt senken wir alle die Knie so ein bisschen ab und kommen nochmal in einen ganz großen Kreis. Handflächen bleiben diesmal aufeinander. Letzter. So, die Richtung mal wechseln. Dreimal noch. Letzten zwei. Ein letzten. Und dann löst du und schließt die Füße. Nimmst die Hände dann auf die Oberschenkel. Kommst tief. Nimmst dieses Mal direkt die Arme zur Decke. Und dann geht's wieder nach oben. Tief. Daumen zeigen nach hinten. Bauchnabel fließt nach innen. Und du schaust, deine Knie sind hinter deinen Fußspitzen. Lang. Noch vier Stück. Letzten drei. Zwei haben wir noch. Einen allerletzten. Schultern weg von den Ohren. Jetzt kommst du tief, nimmst die Arme zur Decke, bleibst hier. Jetzt die Beine strecken, den geraden Oberkörper nach vorne nehmen und die Hände neben deinen Körper. Schieb den Po weit nach hinten in die Knie, bleiben hinter den Füßen. Komm zurück in diese Ausgangsposition. Daumen, zeige nach hinten. Komm nochmal. Arme zur Decke dann. Lang. Und Po schiebt nach hinten. Und nochmal, streck die Beine, nimm den geraden Oberkörper nach vorne. Po zurück. Vier Stück. Langsam Schultern weg von den Ohren. Letzten drei. Zwei haben wir noch. Und der letzte. Zieh dich nach oben und du löst. Nimmst jetzt im Wechsel ein Fuß nach hinten links beginnt. Ab. So, nimm die Arme wieder mit. Zieh dich lang. Schultern bitte weg von den Ohren. So, wenn du magst, heb jetzt hinten der Fuß an. Ab. Letzten vier. Letzten zwei. Und dann geht dein linkes Bein nach hinten. Halte mal hier. Daumen nach hinten zeigen lassen. Stabilisieren. Und auch hier beginnen zu hacken. Kleine Hackbewegung. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte, setz den Fuß hinten auf, löse.
Jetzt sind beide Beine gestreckt. Und dann nimmst du deinen linken Arm nach oben. Daumen zeigt nach hinten. Jetzt das hintere Knie beugen. Ferse geht weg vom Boden. Und dann nimmst du die linke Hand außen an den rechten Fuß. Und kommst wieder nach oben. Ferse bleibt bitte weg vom Boden. Tief. Und wieder nach oben. Stabilisieren. Es darf gewackelt werden. Und wie sieht's aus? Ist eine Seite besser als die andere? Überprüf das mal. So, und wenn du dann das nächste Mal nach oben kommst, dann schaust du deiner linken Hand hinterher und darfst dich so ein bisschen mit nach links drehen. Und Achtung, es wackelt. Noch viermal. Das hintere Knie geht immer tief. Auch vorne immer darauf achten, dass das Knie hinter deiner Fußspitze bleibt. Zwei machen wir noch. Und ein letztes Mal. Du löst, ziehst das Bein heran und kommst an dein Mattenende. Nimmst die Hände wieder auf die Oberschenkel. Kommst jetzt tief und dieses Mal nehmen wir nicht die Hände hintereinander hier nach unten, sondern gleichzeitig. Schieb dich in den Vierfüßler, ohne das Knie abzulegen. Drücke dich zurück, richte dich auf. Nochmal. Komm tief, beide Hände nach vorne. In den Vierfüßler. Zurückdrücken und nach oben. Schiebe dich zurück, richte dich auf. Zweimal machen wir das noch. Ein letztes Mal. Dann kommst du nach unten und bleibst einen Moment hier. Knie abgehoben halten, vom Boden weg. Schultergürtel rausdrücken, so ein bisschen nach außen, Bauch einziehen. 3, 2, 1, löse. Setz den Po ab. Nimm mal die Hände weit nach vorne. Tief ein- und ausatmen. Gib dich dann in den Vierfüßler hinein. Handgelenke, Schulter eine Höhe, Kniehüfte eine Höhe. Ein bisschen die Schultern auseinanderziehen, Bauch einziehen. Wir schieben nochmal die rechte Hand und das linke Knie in den Boden. Und lösen. Und der Wechsel. Linke Hand, rechtes Knie. Lösen. Wechsel. Lösen. Nochmal wechseln. Lösen. Wechseln. Jetzt schiebst du die linke Hand, das rechte Knie in den Boden hinein. Bauch einziehen und deine rechte Hand geht in den Nacken. Hoch und wieder ab. Deine Körpermitte bleibt ganz, ganz fest. Keine Bewegung. Und versuche auch so wenig wie möglich zur Seite zu kippen. Schieb die linke Hand, das rechte Knie in den Boden. Noch viermal. Dreimal. 2, schieben, schieben und ein letztes Mal und dann löst du, setzt einmal den Po ab, lässt die Hände, wo sie sind und nach oben zurück in den Vierfüßler, bisschen auseinanderziehen, die Schultern, Bauch einziehen, linke Hand, rechtes Knie in den Boden schieben, halten, rechte Hand wieder in den Nacken. Und du stellst hinten links die Fußspitze auf und wieder ran. Ich komme ein Stückchen hier rüber. Hopp. Und wieder ran. Und denke dran, die ganze Zeit schieb die linke Hand und das rechte Knie in den Boden.
Körpermitte, ganz stabil. Da passiert gar nichts, keine Bewegung. Noch viermal. Letzten drei. Bauch fließt nach innen. Noch zwei. Druck, Druck, Druck mit Knie und Hand. Und der letzte. Absetzen und die Pause. Es ist anstrengender, als man denkt, weil wir diesen Druck wirklich ganz bewusst halten. So, einmal noch einrichten. Vierfüßler. Bauch einziehen. Linke Hand, rechtes Knie. Gib den Druck in den Boden hinein. Rechte Hand in den Nacken. Hier aufsetzen. Jetzt ziehst du rechten Ellbogen, linkes Knie zusammen. Fuß hinten wieder aufsetzen und den rechten Ellbogen zur Decke öffnen. Das ist nicht so schnell. Hast du Rückzeit. Denk an den Druck mit der linken Hand und dem rechten Knie. Vier Stück noch. Zwei noch. Und der letzte. Und dann öffnest du deinen Ellbogen zur Decke. Hältst hier einen Moment. Und dann löst du Hand ran, Fuß ran. Po absetzen. Kommst zurück in den Vierfüßler und machst nochmal bitte dieses Dreieck mit deinen Händen. Ziehst die Schultern auseinander, Bauch einziehen. Und schiebst dich nochmal so ein bisschen vorrück. Das ist 1-2 Zentimeter, sodass die Nasenspitze über deinen Fingerspitzen ist. Kleine Veränderung. Schieb dich vor, streck dein rechtes Bein. Komm zurück. Wechsel. Bauchnabel ist fest. Noch viermal. Noch drei. Zwei. So, beim nächsten Mal geht der rechte Fuß nach hinten. Senk dich ab, komm nach oben und ran. Und du wechselst. Schiebe links, senke dich ab. Nasenspitze bitte vor den Fingern. Und bitte den Bauch nach innen fließen lassen. Wechsel, Bauch einziehen. Komm tief, komm hoch. Viermal noch. Mach das ruhig langsam. Drei noch. Letzten zwei. Und ein letztes Mal. Und du löst. Setz den Po aber auf den Fersen, ziehst die Hände ran. Kommst hier in den Kniestand und darfst dich dann setzen. Die Fersen vorne aufstellen. Nimmst mal die Hände hier in die Kniekehlen. Rollst dich zurück, bis die Arme gestreckt sind. Ziehst dich wieder nach oben. Bitte achte auf deine Schultern. Die gehen niemals hier runter. Die Ohren und die Schultern bleiben weit auseinander. Den Bauch lässt du nach innen fließen. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Öffne mal so ein bisschen jetzt die Füße. Da passt ungefähr noch ein Fußbreit dazwischen. Löse deine Arme. Schultern nach hinten. Roll dich zurück. Und wenn du dich aufrollst, nimmst du deine Arme zur Decke. Zurückrollen, Schultern weg von den Ohren und die Arme gehen zur Decke. Ziehen. Und du ziehst dich lang, Bauch einziehen nach innen.
Fünfmal noch. Roll dich zurück. Vier noch. Letzten drei. Zweimal. Und ein letztes Mal. Roll dich zurück. Bleib jetzt hier, nimm die Hände an die Ellbogen. Bleib hier unten, lass die Schultern nach unten sinken. Und dreh dich mal so ein bisschen nach rechts und nach links. Noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Und ein letzter. Nimm die Arme wieder nach vorne. Roll dich auf. Strecke mal beide Beine lang aus. Und roll dich mal ab in die Rückenlage. Einmal kurz lang. Dann nimm die Arme neben deinen Körper, Handflächen zeigen zur Decke. Und stell beide Füße auf. Schiebe jetzt den Rücken in den Boden. Kippe das Becken, den Bauch einziehen und wieder lösen. Bauchnabel nach innen, den Rücken in den Boden schieben, das Becken so ein bisschen kippen, die Pobacken verlassen ganz sanft hier den Boden. Nochmal. Noch ein letztes Mal. Und beim nächsten Mal darfst du dich dann aufrollen. Wirbel für Wirbel, ganz nach oben. Und dich dann Wirbel für Wirbel wieder abzurollen. Und noch einmal. Roll dich Wirbel für Wirbel wieder ab. Deine Wirbelsäule ist wie so eine Perlenkette. Und jeden einzelnen Wirbel löst du vom Boden bzw. legst du wieder am Boden ab. Eine kleine Veränderung kommt dazu. Wenn du dich aufrollst, nimmst du deine Arme lang hinter deinen Kopf, rollst dich ab und nimmst die Arme wieder neben deinen Körper. Mach das ruhig in deinem Tempo. Hier kommt es wirklich nicht auf Geschwindigkeit an. Versuche wirklich jeden einzelnen Wirbel auch hier zu erspüren. Letztes Mal. Kleine Pause. Die Arme bleiben jetzt neben deinem Körper liegen und wir strecken unser linkes Bein nach oben zur Decke. Du versuchst jetzt bitte, dich genauso sauber aufzurollen, wie wir das eben mit beiden Beinen gemacht haben. Bauch nach innen, schieb den Rücken in den Boden. Oben aufrollen und jeden einzelnen Wirbel wieder abrollen. Deine Fußsohle zeigt die ganze Zeit zur Decke. Schieb dich hoch und wieder tief. Hoch und wieder tief. Noch dreimal. Noch zwei. Beim nächsten Mal bleibst du mal hier oben und gibst kleine Impulse. Kleine Impulse. Komm. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Halte, roll dich langsam, langsam, langsam ab. Stell den Fuß auf, zieh mal beide Knie zur Brust ran, umarm dich mal selbst. Schaukeln mal kurz rechts und links. Und dann wechseln wir die Seite. Beide Füße wieder aufstellen, die Arme neben den Körper legen. Und dieses Mal nimmst du bitte dein rechtes Bein zur Decke. Fußsohle zeigt zur Decke. Roll dich auf. Und roll dich Wirbel für Wirbel wieder ab. Auch hier. Ruhig langsam. Ganz stabil bleiben. Schau mal auf dein linkes Knie. Dass das ganz ruhig ist.
Noch viermal. Letzten drei. Zwei einmal noch. Bleib beim nächsten Mal oben. Und gib diese kleinen Impulse. Lass die Fußsohle zur Decke zeigen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Achtung, roll dich langsam ab. Stell den Fuß auf. Nimm dann beide Arme lang hinter deinen Kopf und streck beide Beine lang aus. Atme tief ein und aus. Wir bekommen jetzt die Musik gewechselt, sodass wir noch 10 Minuten uns stretchen können. Du darfst mal beide Beine jetzt nach links nehmen und den rechten Fuß über dem linken kreuzen. Und nimmst den Oberkörper mit den langen Armen, die Hände liegen aufeinander, auch nach links, sodass du jetzt hier wie in so einer Banane liegst. Lass mal mit der nächsten Ausatmung ganz bewusst deine rechte Körperhälfte los, sodass sie so ein bisschen zurückrollen kann in den Rücken. Die ist wahrscheinlich ein bisschen so nach oben gerutscht. Ausatmen, loslassen. Spür mal die Dehnung in deiner kompletten rechten Seite. Komm zur Mitte zurück und wechsle die Seite, nimm beide Beine nach rechts. Der linke Fuß kreuzt über dem rechten, den Oberkörper, die langen Arme mit nach rechts nehmen, ablegen und mit der nächsten Ausatmung mal die komplette linke Körperhälfte loslassen, in den Boden zurückfließen lassen. Zurückkommen zur Mitte, Füße lösen, zieh mal beide Knie zur Brust ran, nimm mal beide Arme in Schulterhöhe zur Seite, Handflächen zeigen zur Decke, lege die Knie nach links ab, dein Kopf dreht nach rechts. Wenn du magst, nimmst du die linke Hand hier oben aufs Knie, kannst das Knie noch so ein bisschen nach unten schieben. Roll dich zurück auf den Rücken und wechsle direkt die Seite. Roll dich zurück auf den Rücken, nimm die Hände in die Kniekehlen, hole Schwung, komm in den Sitz hinein und strecke dein linkes Bein lang aus und nimm die rechte Fußsohle hier innen an den Oberschenkel. Lege jetzt deinen Oberkörper nach vorne, entweder setzt du die Hände hier am Boden auf oder wenn du kannst und magst, darfst du auch die Hände hier an den Fuß nehmen und dich hier langsam nach vorne einsinken lassen. Ausatmen, loslassen. Und jetzt richtest du deinen Oberkörper möglichst aufrecht so ein bisschen auf. Hände kannst du gerne hier am Boden ablegen. Löse, runde dich, roll dich auf. Und wechsle dann die Seite, das rechte Bein lang ausstrecken,
Linke Fußsohle hier an den Innenschenkel. Oberkörper nach vorne ablegen, Hände aufsetzen. Jetzt darfst du wirklich runden. Ja? Du kannst wirklich die Schultern hängen lassen. Überhaupt kein Problem. Einfach den Oberkörper einsinken lassen. Genauso wie du das jetzt kannst. Ausatmen, loslassen. Jetzt den Oberkörper so ein bisschen anheben, Schultern weg von den Ohren, langer Rücken. Lösen, aufrollen. Komm dann in den Vierfüßlerstand hinein und komm in einen Katzenbuckel. Und diesen Katzenbuckel beginnen wir im Lendenwirbelbereich. Das heißt, du ziehst als allererstes mal deinen Bauch nach innen ein. Kippst dadurch automatisch das Becken und beginnst hier unten im Lendenbereich dich langsam aufzurollen in den Katzenbuckel bis ganz nach oben. Zieh dein Kinn ran zur Brust und die Schultern dürfen jetzt ran zu den Ohren. Jetzt schieb mal deinen Po nach hinten, löse deine Schultern von den Ohren und lass dich einmal durchhängen. Und nochmal aufrollen, den Bauch nach innen ziehen, aus dem Lendenwirbelbereich beginnen, Wirbel für Wirbel von unten nach oben aufzurollen. Kinn ranziehen zur Brust, die Schultern zu den Ohren. Bleib ein paar Atemzüge ruhig hier, genieß das mal. Jetzt schieb den Po nach hinten, die Schultern lösen sich von den Ohren. Und du lässt den Bauch einmal durchhängen. Ein letztes Mal noch den Bauch einziehen, vom Lendenbereich aufrollen, rollen, rollen, Kinn ranziehen, Schultern zu den Ohren, Po nach hinten schieben und du löst und nimmst dann deine linke Hand ganz weit hier nach rechts, zwischen der rechten Hand und dem rechten Knie hindurch. Legst die linke Schläfe am Boden ab, streckst den rechten Arm lang aus und lässt mit deiner nächsten Ausatmung die linke Schulter und die Brust in Richtung Boden sinken. Ausatmen, loslassen. Wenn du magst, kannst du auch noch dein Gewicht auf dein rechtes Knie verlagern. Zieh dann die rechte Hand ran, schieb dich zurück in den Vierfüßler und wechsle dann die Seite. Die rechte Hand geht weit nach links, die rechte Schläfe legst du am Boden ab, den linken Arm streckst du aus, lässt mit der Ausatmung die rechte Schulter und deinen Brustraum in Richtung Boden sinken und darfst dein Gewicht noch aufs linke Bein verlagern. Hand ranziehen, in den Vierfüßler schieben. Von hier rollst du dich nach oben auf, kommst in den Kniestand hinein, nimmst einmal deine Arme zur Seite, Handflächen zeigen zur Decke, lass deine Schultern nach unten sinken, zieh mal beide Schulterblätter zusammen, sodass deine Ellbogen hier zusammengehen, Bauch ein bisschen nach innen einziehen. Du löst, legst dein linkes Ohr auf die linke Schulter, rechte Schulter, zieh tief dein Handrücken zur Decke. Nimm ruhig hier die linke Hand mit an den Kopf, ganz, ganz sanft, bitte die Dehnung verstärken. Löse, wechsel die Seite, leg das rechte Ohr auf die rechte Schulter, linke Schulter, zieh tief, Handrücken zur Decke. Andere Hand geht hier an den Kopf, sanft die Dehnung verstärken. Lösen. Und zum Abschluss wollen wir unsere Schultern noch einmal
ganz genüsslich nach hinten, unten kreisen. Noch ein letztes Mal. Und das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. An dieser Stelle ist nächste Woche die Jana wieder da. Ich freue mich, dass wir zusammen ein bisschen Sport machen konnten. Bis demnächst. Tschüss.